heute bei Wer weiß denn sowas? Oliver Mommsen im Team mit Bernhard Hoecker. Und sie spielen gegen Tanja Wilkorn und Elton. Es geht los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Danke, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Sie sind herzlich eingeladen, mitzumachen, mitzuspielen. Sie können natürlich mit Rätseln während der Sendung oder auch über unsere ARD-Quiz-App, wer weiß denn sowas, online mitspielen und vielleicht am Ende mitgewinnen. Wir haben tolle Gäste eingeladen. Oliver Mommsen und Tanja Wilkorn sind zu Gast. Am Ostermontag gibt es den letzten Tatort Bremen mit Oliver Mommsen und Sabine Postel. Aber dafür werden Sie entschädigt mit 9 Folgen Praxis mit Mehrblick mit Tanja Wilkorn jetzt im März. Ja. Also es ist wirklich für jeden was. Und ich habe gleich was Spannendes für Sie zum Anfang. Wussten Sie eigentlich, dass männliche Bienen den Nektar komplett anderer Blumen bevorzugen als weibliche? Ich weiß nicht, wann und wo man mit dieser Information im Leben je wieder was anfangen kann. Das ist doch ein super Einsteiger, also am Tresen. Wusstest du eigentlich, dass männliche einen ganz anderen Nektar bevorzugen als weibliche? Das ist ungefähr so, ey, ich schreibe ein Telefonbuch und deine Nummer fehlt mir noch. Ja, genau, aber da finde ich das mit den Bienen deutlich ganz schön ist auch origineller. Ah, jetzt aber raus aus den nassen Klamotten. Ich weiß, dass hier zwei verschiedene Humore sind. Ich kenne allerdings nur, oh, ich habe mir den Finger verbrannt. Oh, deine Eltern müssen Diebe sein. Die Sterne vom Himmel geklaut und dir als Augen geschenkt. Oh. Wie viel Zeit haben wir? Er kennt sie alle. Er kennt sie alle. Toll. Und das Schlimme ist, sie haben bestimmt auch schon funktioniert. So, wir schauen mal auf die Publikumsverteilung. Ich bin sehr gespannt, für welche Seite sich unsere Zuschauer heute entschieden haben. Boah, hinter Bernhard und Oliver sitzen 77 Zuschauer. Und hinter Elton und Tanja 49. Damit sind wir bereit. Hier sind unsere 12 Kategorien. Hier ist die Wand. 12 Kategorien heute sind Schlagzeilen, im Urlaub, das Fragezeichen, deutsche Sprache, Genies, Sonne, Mond und Sterne, Straßenverkehr, im Grünen, tierisch, tierisch, Trick 17, andere Länder, andere Sitten und Alltag. Welche Kategorie nehmen wir? Straßenverkehr, hat der Bernhard gesagt. Hm? Lass mich raten, da geht es um Straßenverkehr, Bernhard. Hm? Nein, es geht um Autobahnen. Die Autobahnen A8, A46, A81, A100 und A111. A. besitzen Abfahrten, die nach links abzweigen. Ja, B. haben keinerlei Geschwindigkeitsbegrenzung. Oder C. hatten 2018 auf mehr als der Hälfte ihrer Strecke Baustellen. Also. So. Ihr seid dran. Die A81 hat eine Abfahrt, die nach links abzweigt, wenn man von Süden kommend nach Stuttgart fährt. Bin ich jetzt zum Reden geladen? Jetzt hast du die keinerlei Geschwindigkeitsbegrenzung auf 1, 2, 3, 4, 5 Autobahnen in Deutschland hat sich erledigt, seitdem die Grünen an der Macht sind. Die an der Macht. Ja, genau, an der Macht. Die sind ja gerade an der Macht. Deshalb sitzen sie in der Opposition. In wem sitzen? In der Opposition. Also, definitiv haben die Geschwindigkeitsbegrenzung. So. Hatten 2018 auf mehr als der Hälfte ihrer Strecke Baustelle. Das kann auch nicht sein. Das ist über 50%. Deshalb würde ich A nehmen. Der Bernhard sagt A. Ich sag A. Der Olli auch. Auf den deutschen Autobahnen A8, A46, A81, A100 und A111 befinden sich für Deutschland sehr unübliche Linksausfahrten.
Wer hier von der Autobahn abfahren möchte, muss sich also links einordnen anstatt rechts. Bei der A8, A46 und A81 liegt es daran, dass an diesen Stellen ursprünglich Autobahnkreuze geplant waren. Die beiden anderen sind städtische Autobahnen und ermöglichen durch unterschiedlich hochliegende Fahrbahnen eine Linksausfahrt. Das ist ja kein schlechter Einstieg, wenn man die erste Frage richtig beantwortet. Die ersten 500 Euro, ja? Okay. Halt das bis zum Schluss, weil das kippt. Ich bin Schauspieler. Hat schon Wir wollen in den Urlaub. Zusammen? Ja. Dann solltet ihr euch vielleicht auch folgender Frage widmen. Ein Schuh kann im Hotel dabei helfen, A, die Sauberkeit des Bettes zu überprüfen, B, den Reisepass nicht zu vergessen oder C, die Minibar kostenlos zu genießen. Was? Kann ich die Kategorie noch mal ändern? Ein Schuh. Was ist das? Kann im Hotel dabei helfen, die Sauberkeit des Bettes zu überprüfen. Du bist also doch sicherlich sehr häufig in Hotels. Ja, aber was hilft's mir, wenn ich mit meinem Schuh die Sauberkeit des Bettes überprüfe? Das weiß ich nicht. So, Reisepass nicht zu vergessen, lege ich den da rein oder was? Das ist doch totaler Quatsch. Also ich gehe jetzt mal. Also natürlich, ich hoffe, kann das helfen. Ich lege den Reisepass in den Schuh, den werde ich am nächsten Tag anziehen und huch, da ist mein Reisepass. Aber das kann nicht die Antwort dieser Frage sein, oder? Ich hoffe jetzt erst einmal, dass Sie mit Schuh wirklich einen normalen Schuh meinen, nicht, dass das irgendein Spezialbegriff ist. So, da geht's bei mir ja schon los. Das ist hier Roomservice. Die Damen und Herren, die da sauber machen, die haben, wie findest du das? Das ist ein Spezialschuh. Die Minibar kostenlos zu genießen. Ich mache mit dem Schuh und habe keine Fingerabdrücke an der Minibar oder was? Das ist totaler Spaß. Also B würde ich jetzt auch tatsächlich erstmal ausschließen. Ja, aber also, blöd, oder? Wie kann man mit einem Schuh die Sauberkeit des Bettes überprüfen? Was kann das sein? Kann man das irgendwo hinlegen und den Schuh und dann gucken, ob die das Bett gemacht haben? Aber dann muss, warum denn ausgerechnet ein Schuh? So, was ist mit Minibar kostet? Das wäre richtig gut, wenn ich diesen Trick gleich Schuh sehe. Kann. Man kann den Schuh natürlich unterm Laken verstecken. Das war eine gute Idee, ja? Ja. Ja, und wenn man dann am nächsten Tag wieder ins Zimmer kommt, der liegt da immer noch, dann weiß man, dass sie das Bett. Ich sehe Eltern dann auch schon am Flughafen mit dem einen Schuh und denkt so, ha, ob die wohl das Bett machen? Aber B und C macht doch keinen Sinn. Wie ohne Punkt, obwohl wir haben keine Ahnung, wir raten aber beide an, wollen dann auch aufs Publikum verzichten. Aber ist das was das Publikum weiß? Ja, wenn die auch irgendwie viel unterwegs sind, aber Minibar kostet, was willst du mit dem Schuh machen? Ich hau mit dem Schuh, also ich mach die Bierflasche auf, trink das Bier, mach Wasser rein und hau mit dem Schuh den das Ding wieder drauf. Kronkorken wieder drauf. Ich meine, dafür müsste ich nicht meinen Schuh nehmen, dafür könnte ich auch. Und wie machst du das mit der Nüsschentüte? Da reden wir dann so, später drüber. Wir nehmen A. Ich dachte jetzt, ich fand das ganz schlüssig mit. Wir nehmen A. Okay. Ich dachte jetzt. Elton war so. Ja. Die richtig wichtigen Tipps, die gibt's nur hier bei uns. Viele Urlauber schließen ihren Reisepass im Hotelzimmer in ihrem Tresor ein und stellen dann am Flughafen fest, dass sie ihn dort haben liegen lassen. Dagegen hilft folgender Trick. Frühzeitig ein Schuhpaar für die Rückreise auswählen und einen der beiden Schuhe mit im Tresor einschließen. Spätestens beim Verlassen des Hotelzimmers wird dann auffallen, dass noch etwas im Tresor liegt. Nee, echt nicht. Wirklich nicht. Und wenn ich die Minibar am Abend ausgesoffen habe, gucke ich auf meinen einen Schuh und kann mich nicht erinnern, wo ich den anderen gelassen habe. Ja, genau, das kann natürlich auch passieren. Die Frage, es tut mir wirklich leid. Oder du hast einfach zu viele Schuhe dabei. Oder so. Mhm. Ja. Es bleibt erstmal bei 0 Euro. Das tut weh, oder? Aber wir haben Mörderstimmen hier drüben. Ich hab's doch erzählt. Ja, aber was ist das? Okay, so, hier sind, was sind wir? Ich sag, pass auf. Sag du, such du dir was aus. Der Bernhard hat gesagt, wir wollen Alltag nehmen. Ich liebe das.
Ich funktioniere zu Hause auch so. Warum fühlt sich Deo aus der Sprühdose kalt auf der Hand an? Das wollte ich schon immer mal wissen. Kann ich dir erklären, wenn der Druck nachlässt. Aber mal gucken, was die uns vorschlagen. Ätherische Öle reizen die Sinneshaare auf der Haut. Du sollst ruhig sein, wenn Kai das vorliegt. B, das Treibgas dehnt sich außerhalb der Dose aus. Oder C, die Moleküle des Deos entladen sich auf der Haut. Was habe ich hier gerade erklärt? Dass ich sagen soll, dass das Treibgas dehnt sich außerhalb der Dose aus. Und was passiert dann? Wir nehmen B, weiß ich nicht. Es dehnt sich aus und wird kalt. Aber warum dehnt sich das aus? Weil, also warum wird es kalt durchs Ausdehnen? Weil Wärme mit hohem Druck zusammenhängt und Kälte mit niedrigem Druck. Bist du zum betreuten Raten hier heute? Ich mach das wie Clint Eastwood. Clint Eastwood wird gefragt, warum er so geile Filme macht. Und er sagt, ich gebe mich einfach mit den Besten. Naja, super. Also was machen wir? Alles noch gedreht hier. Deshalb würde ich B vorschlagen. B. Der Bernhard hat gesagt, wir nehmen B. B wie Bernhard. Verantwortlich für die Abkühlung des Deos beim Sprühen ist der sogenannte Joule-Thomson-Effekt. Dieser besagt, dass sich Gase bei einer Druckminderung abkühlen. In der Dose herrscht ein sehr hoher Druck. Der Umgebungsdruck hingegen ist wesentlich niedriger. Dies führt zu einer Entspannung der Treibgase, deren Moleküle sich voneinander entfernen. Um die zwischen ihnen wirkenden Anziehungskräfte zu überwinden, wird ihnen Bewegungsenergie entzogen. Und so kommt es zur Abkühlung. Hier steht bei 1000 Euro. Ja, so mache ich das auch immer. Aber ich finde das sehr fair, dass ihr jetzt eine ähnlich leichte Frage hattet wie die mit dem Reisepass und dem Schuh. Das gibt wieder böse Nachrichten. Ich will ins Bett. Ohne Schuhe. Nein, du wolltest doch gerne andere Länder, andere Sitten nehmen. Ich würde total gerne andere Länder. Hat ja mit Urlaub schon super geklappt. Das lief doch. Vielleicht kommt eine Reisepass-Schuhfrage. Worauf hast du? Mit welcher ungewöhnlichen Methode versucht die indonesische Metropole Surabaya ihr Müllproblem zu lösen? A. Eine Busfahrt kann mit leeren Plastikflaschen bezahlt werden. B. Taxifahrer können ihr Auto als Müllwagen registrieren lassen. Oder C. Familien können ihre eigene Müllverbrennungsanlage anmieten. So. So. Die ist Quatsch. Finde ich. Ja, wir sind in Indonesien. Ich finde B schön. Die Taxifahrer können ihr Auto als Müllwagen registrieren lassen. Ja. Und dann kriegen die auch noch Kohle dafür, dass sie Müll wegfahren. So, macht total Sinn. Verdienst was dazu und die müssen den eingesammelten Müll zur Müllhalde bringen oder so. Das ist in Hamburg auf St. Pauli doch sowieso so, oder? Samstags. Also finde ich am schlüssigsten. Busfahrt mit leeren Plastikflaschen macht auch Sinn. Das ist aber schon fast Luxus, Plastikflaschen zu entsorgen. Vorsicht. Wenn das... Lass dich nicht ablenken. Das ist... Bleib hier. Reize keinen angeschossenen Bären. Ich sehe hier ein Land. Ja, und A macht ja auch nicht wirklich Sinn, weil dann würden die immer mehr Plastikflaschen haben. Ja, ich glaube, weil ich möchte damit meine Busfahrt bezahlen und dann wird ja mehr Müll produziert, weil die mehr Plastikflaschen haben wollen. Das soll ja eigentlich das Gegenteil sein. Also ich glaube, vor allem Plastikflasche ist schon so ein gehobenes Problem tatsächlich. Ich glaube, hier würde ich denken, geht es wirklich um Müll, der sonst auf der Straße liegt, oder? Ja, wir nehmen B. Wir würden total gerne B nehmen und hoffen das Beste. Mhm. Seit 2018 können die Bewohner der indonesischen Metropole Surabaya etwas zum Umweltschutz beitragen, indem sie mit Plastikmüll in einen Stadtbus einsteigen. Überreichen die Passagiere dem Fahrer zum Beispiel eine Tüte mit leeren Plastikflaschen, dürfen sie bis zu 2 Stunden kostenlos durch die Stadt fahren. Vom Bus aus wird der Plastikmüll zum Recyceln weitergegeben. Mit dieser Initiative soll auch zur vermehrten Busnutzung animiert werden, da Privat-PKWs derzeit noch 75% des Straßenverkehrs ausmachen. Oh. Es war eine schöne Idee. Die zweite Frage. Gut. Das kann ich aber jetzt noch nachvollziehen. Ja, das ist gut. Also es bleibt erstmal bei 0 Euro. Olli, was hat der Bernhard gesagt? Was sollst du machen? Ich mach. Nee. Mach, was du willst. Da bin ich nicht gewohnt. Ich hätte deutsche Sprache genommen. Dann lass uns deutsche Sprache nehmen. Versuchen wir jetzt, oder? Ja. Komm.
Welchen Ursprung hat die Redewendung alles in Butter? Alles gut, alles safe. Möchtest du antworten? Ja, Glastransport. Bitte? Glastransport. Okay, dann lock's doch ein. Kaputt. A. Schmuggler bestachen Zöllner mit Butter und konnten passieren. Ich will das jetzt nicht auftauchen. B. Burgköche verkündeten dass alle Mahlzeiten servierfertig wären. Oder C. Händler umhüllten ihre... C. Händler umhüllten ihre zu transportierenden Gläser mit Butter. Das Glück ist mit den die sich's verdient haben. Ich logge ein Babybären an. Venedig war im Mittelalter das Mekka feinster Glasware. In unsere Breitengrade gelangten die teuren Gläser über holprige Alpenrouten. Laut Historikern musste erst einiges zu Bruch gehen, bis die Händler auf die rettende Idee kamen. Sie deponierten die Glasware in Fässer und übergossen sie mit geschmolzener Butter. Diese kühlte ab, verfestigte sich und wurde so zu einem umhüllenden Polster. Die empfindliche Ware war damit geschützt und so blieb beim Transport über die Alpen alles in Butter. War eine super Idee, oder? Später, ich hab gedacht, du hast ordentlich Butter gehabt. Dann gedacht, das ist kein Problem. 1500 Euro bei euch. Wie geht's weiter? Ach, so, was wir sind da ganz leidenschaftslos. Wir nach dem Hoch? Nein. Elton darf mal aussuchen. Ich darf aussuchen, ja. Trick 17. Was macht man, um ein Reisepass zu vergessen? Elton, ich habe Hoffnung. Mit Wodka lassen sich... A. Vögel vom Balkon vertreiben. B. Gartenabfälle schneller kompostieren. Oder C. Fettflecken aus der Kleidung entfernen. Es lassen sich vor allem Schweißgerüche entfernen. Warum ist denn D nicht da? Wie Schweißgerüche? Auf nicht waschbare, feine Klamotten mit Wodka und der Geruch ist weg. Echt? Ja, bitte, können wir das einloggen? Das ist ja super. Hast du schon mal ausprobiert? Ja, wirklich. Ja? Wirklich, es stimmt. Also es ist ein alter Trick von meiner Freundin, die Kostümbildnerin ist. Okay. Aber es steht hier nicht. Nee. Okay. Es kann nur ein Fehler sein. Was nehmen wir denn dann? Ja, ich habe keine Ahnung. Sagen wir mal so, wenn ich genug Wodka getrunken habe, kann ich schon ganz schnell Vögel vom Balkon vertreiben. Unfreiwillig. Ist jetzt natürlich die Frage, wenn du sagst, es ist tatsächlich auf Kleidung entfernt Gerüche. Und zwar wirklich. Oder ausgekippte Milch und Sahne in Autos. Wodka drüber. Das ist ein Traum. Bis zur nächsten Verkehrskontrolle. Herr Wachtmeister. Ich hatte einen Milchfleck auf dem Beifahrersitz. Meine Augen drehen sich immer so. Ihr könnt ja auch das Publikum fragen, Elton. Ja. Ich bin ein bisschen tatsächlich für B, aber warum bin ich für B? Ja, was ist Wodka ist... Das Alkohol, das kann natürlich Sachen zerfressen ein bisschen. Gerade Wodka vielleicht noch. Aber warum Wodka und warum nicht Whisky? Ja, aber wenn du Doppelkorn in den Balkonkasten gießt, dann kommen die Vögel. Den habe ich jetzt auch gerade kapiert. Ja, komm, ich würde B oder C und ich bin mir aber ich bin ja total niedergeschlagen, deswegen kann ich... Wir fragen das Publikum. Es gibt doch noch gar keinen Grund, niedergeschlagen zu sein, Elton. Wir fragen das Publikum. Hm? Aha. Das Publikum ist auch ein bisschen niedergeschlagen. Hm? Hm? Hey, ist noch alles drin. Hm? Keiner eine Ahnung? Okay, pass auf. Ah, na dann. So, jetzt aber, jetzt hallo. Hallo, Silvia. Woher kommst du, Silvia? Aus Essen. Mhm. Was machst du beruflich? Altenpflegerin. Okay, guter deswegen Beruf, wichtiger auf, Beruf. Ne? Ja, deswegen. Genau. Ich okay. Hätte nur eine Bitte, nochmal die Antworten vorzulesen. Ja, ich klar. Ich habe eigentlich eine Brille und nicht mit. Mit Wodka lassen sich A, Vögel von Balkonen vertreiben. C.
Jawohl, ja. Schabernack mit mir. Okay. Wodka enthält in der Regel um die 40 Volumenprozent Alkohol. Genug, um als wirksamer Fettlöser zu dienen. Zumindest bei unempfindlichen Textilien. Dafür am besten einen Lappen mit Wodka tränken und den frischen Fettfleck bearbeiten. Anschließend einwirken lassen, in die normale Wäsche geben und der Fleck ist weg. Silvia, Glückwunsch zur richtigen Antwort. Mit dem Geruch, das war ja schon. Also, ja. Und damit die ersten 500 Euro. Ja. Weiter geht's. Super. Mit Sonne, Mond und Sterne. Sagt der Bernhard? Sagt der Bernhard. Der Olli geht aufs Klo. Was zeichnet Kometen im Unterschied zu Asteroiden aus? Nein. Das hättest du gewusst. A. Sie bewegen sich nie in Umlaufbahnen. B. Sie haben einen höheren Anteil an Wasser. Oder C. Sie fliegen mit höherer Geschwindigkeit. Also, der hellische Komet ist zum Beispiel ein Komet. Das sind die, die sich auf Umlaufbahn bewegen. Deshalb ist es A, nicht. Gut. Sie fliegen mit höherer Geschwindigkeit. Da gibt es so viele verschiedene Geschwindigkeiten. Ich glaube, Asteroiden sind einfach Steine. Und Kometen, ich weiß, dass der hellische Komet, wenn er sich dann um die Sonne dreht, dass dann, ich weiß nicht, ob das das Wasser ist von ihm, dass das dann diesen Schweif macht und dann aber sich wieder angezogen wird. Deshalb würde ich B sagen. Bruce Willis hat sich ja geopfert, ne? Um die Welt zu retten auf diesem Asteroiden. Ja, Das bringt aber jetzt nichts. B, wie Bernhard. Ja, weil, ich meine, was soll das lange rumgefackelt? Ja, aber ich bin mir nicht echt C. Nee, ist ja nicht schlimm, wenn man. Wir haben schon 1500 Euro. Was soll uns passieren? Ja. Kometen und Asteroiden sind Himmelskörper in Sonnensystemen. Asteroiden bewegen sich wie die Erde um die Sonne. Sie sind Kleinplaneten aus Gestein. Kometen, auch Schweifsterne genannt, bilden in Sonnennähe eine Hülle, da sie neben Staub und Gestein vor allem aus gefrorenen, flüchtigen Substanzen wie Kohlenmonoxid und Wasser bestehen. Kometen und Asteroiden unterscheiden sich somit durch ihre chemische Zusammensetzung. Der Wasseranteil von Kometen ist deutlich höher. Ihr steht bei 2000 Euro. Jetzt haben wir es. Schlagzeilen hätten wir gerne. Ja. Ja. Im Jahr 2005 belohnte ein Computerunternehmen einen Mann mit 1000 Dollar, weil er A. mit einer 10 Jahre alten externen Festplatte aushelfen konnte, B. den Lizenzvertrag vollständig gelesen hatte oder C. als einziger Kunde ihre Produkte online bewertete. Sowas gab es mal. Geil. Ja, also C. würde ich jetzt einfach mal ausschließen. War der einzige Kunde, der Produkt online bewertete und sagt dann auch noch, ihr seid doof und hat dafür 1000 Dollar bekommen. So, den Lizenzvertrag vollständig gelesen hatte. So was gab's mal, aber das habe ich in nicht 2005 in Erinnerung. Irgendwie ganz hinten stand dann irgendein ein Blödsinn über diese ganz vielen Seiten und der hat darauf hingewiesen und es war ja bewusst geschrieben, um zu, ne, man macht ja sein Häkchen, gelesen, einverstanden, was auch immer und der hat es eben wirklich gelesen. Finde ich gut. So, A, mit einer 10 Jahre alten externen Festplatte aushelfen konnte. Dann kriegt er 1000 Dollar für. Dollar ist doch nichts, was soll denn das? Vor allen Dingen, was ist daran jetzt eine Schlagzeile? Was soll das? Belohnen ein Computerunternehmen? Dann was machen wir? Wir nehmen B. Wir nehmen B natürlich. Ich bin gespannt. Im Jahr 2005 zahlte ein Computerunternehmen in den USA einem Kunden eine Belohnung von 1000 Dollar. Seit 5 Monaten war eine Software auf dem Markt und 3000 Stück waren bereits verkauft worden, bevor der erste Käufer eine Besonderheit entdeckte. Der Lizenzvertrag enthielt einen Abschnitt, in dem die Firma eine finanzielle Belohnung an die Kunden versprach, die den Vertrag tatsächlich gelesen hatten. Als sich der Käufer daraufhin bei dem Unternehmen meldete, hielt es Wort und zahlte. Jetzt guck mal,
sind ja auch bei 1.000 Euro. Wir haben noch das Fragezeichen-Genies im Grünen und tierisch-tierisch. Tiere sind immer schön, Genies und Fragezeichen. Worauf hast du denn los? Mach doch mal mit. Pass mal auf, ich supporte dich den ganzen Abend schon und jetzt fällst du mir in den Rücken. Nein, ich biete. Dann nehmen wir Genies. So, du Vollpfosten. Aber das löst du jetzt ganz alleine. Ja, pass auf. Jetzt geht's los. Womit erklären sich Wissenschaftler, dass es Leonardo da Vinci leicht fiel, seinen Werken eine räumliche Tiefe zu verleihen? Gott sei Dank. A. Er platzierte immer 50 Kerzen um das Bild herum. B. Er stellte sich beim Skizzieren auf den Kopf. Oder C. Er hatte eine Fehlstellung der Augen. Ich hätte spontan, bevor es gekommen ist, hätte ich gedacht, irgendwas mit den Augen. Aber spontan ist ja auch... Ach, du bist jetzt ganz ruhig, oder was? Damit du mal weißt, wie sich das anfühlt. Wenn man alleine ist. Wenn man alleine ist. Könnte ich den Schuh haben? Also das mit den 50 Kerzen gefällt mir auch gut. Nee, gefällt ich kann mir dir genau gut. sagen, wenn das der Elton kriegen würde, sagen, wieso genau 50? Und bei 51 hätte es nicht geklappt? Und 49 auch nicht? Nee. Wieso haben die nicht Doppelkorn genommen? Ja. Das hätte auch Whisky sein können. Aber Elton sitzt ja jetzt nicht hier. So, A raus. A raus. Stellte sich beim Skizzieren auf den Kopf. B war bei mir noch nicht mal drin. C. Ich würde auch C sagen. Wir nehmen C. Okay. Ich glaube, er war nicht allein. Der Leonardo. Ein Wissenschaftler der City University London vermaß Skulpturen, Gemälde und Skizzen von Leonardo da Vinci, darunter auch Selbstporträts. In fast allen Werken war ein Auge etwas nach außen gedreht. Da Leonardo stets betonte, dass in jedem Werk immer auch ein Teil des Künstlers selbst steckt, wird vermutet, dass auch er diese Fehlstellung der Augen hatte. Das sogenannte intermittierende Außenschielen ermöglicht, den Blick eines Einäugigen zu imitieren. So fiel es Da Vinci vermutlich leichter, seinen Werken eine räumliche Tiefe zu verleihen. Es steht bei 2.500 Euro. Auch Rembrandt und Picasso sollen angeblich Fehlstellungen der Augen gehabt haben. Also vielen Dank, Herr Pflaume. So, ihr habt... Noch die Wahl zwischen Fragezeichen im Grünen und Tierisch. Das würden wir nehmen, das Fragezeichen. Das Fragezeichen. Das bei schwedischen Hausfassaden beliebte Rot wird auch Falunrot genannt, weil A. in Schweden beheimatete Falunponys rot schimmern, B. Ingmar Walun die ersten Holzhäuser Schwedens entwarf oder C. im Ort Falun bis 1992 eine Kupfermine existierte. Bist du bösartig? Nee, du siehst toll aus. Danke. Das ist schwer. Ich finde das total schwer. Hast du schon mal in Schweden, Tanja? Ich habe vor allem Falunrot. Das heißt auch einfach Schwedenrot. Und da wissen wir doch alle, was gemeint ist. Falunrot habe ich noch nie gehört. Ich weiß noch nicht mal, ob die Ponys existieren. Das klingt gut. Gibt es den Ort Falun? Shit. Ich war in Schweden, ja, zum Drehen. Aber und natürlich kenne ich die Häuser und auch das Rot, aber... Dann hört's auf. Aber ich glaube, Elton kennt sich total gut aus. Also, im Ort Falun war bis 92 eine Kupfermine und deswegen heißen alle Hausfassaden, die rot sind, auch Falun. Aber es gibt doch das Schwedenrot länger als 1992. Naja, bis 92. Ach, also nicht ab, ja, ja, sondern ha, bis 92. Okay, na klar. So, das kann theoretisch sein. Ingmar Falun, die erste Holzhäuser Schwedens entwarf. Und der hat die in Rot entworfen und deswegen heißt das Falunrot. Deine erste Bauchintuition war sofort C, ne? Und gar nicht weiter nach, weil ich finde, Ingmar Falun hat Holzhäuser entworfen, die waren rot und deswegen nimmt man die nach dem. Komm, wir können Pech haben und es ist A. Oder es ist B. Aber... Klingt logisch. Ist bestechend. Falunponys schimmern rot. Ich bin wie du. Diese Sendung macht mich einfach kaputt. Ja. Der Elton war noch hellblond, als wir mit der Sendung angefangen haben. Wisst ihr das? Bernhard, weißt du das? Dann müsst ihr raten. Okay. Jetzt bist du auf einmal bei B? Ja, tut mir bei.
Bei A? Ja, keine Ahnung. Aber das ist irgendwie Quatsch. Weißt du, da gibt es eine Kupfermine. Kannst du das bitte entscheiden? Das ist mir zu viel Verantwortung. Ja, frag mich mal. Ja. Wir haben hier eine Verantwortung für 49 Leute. Absolut. Ich war gerade versucht zu sagen, ein Glück sind es nicht mehr. Das ist Quatsch. Der hat die entworfen, deshalb heißt das Rot nicht Falunrot. Oder? Wenn der die... So, Entscheidung. Du meinst sie? Es gibt wieder so viel Ärger im Internet, dass du so böse zum Elten bist. Das ist wirklich, die haben schwere Fragen. Das muss auch mal ganz... Danke. Passen. Entscheidung. Okay, du bist für lustigerweise, A? Keine Ahnung. Ich finde, aber ich will das... Nee, mach das wird alles geschnitten, oder? Echt. Ja, ja. Du wirst die gar nicht sehen. Man wird nur unseren Durchmarsch sehen. Du bist ja bekannt gewesen, weil es ist Kupfermine. Es ist ja kein Kupfer in der Farbe. Könnt ihr euch bitte entscheiden? Wir nehmen C jetzt, komm. Jetzt doch C. Ja. Oh, war das spannend. An den ersten Häusern beginnt die Farbe bereits abzublättern. Ich sehe kleine Ponys, pass auf. Die hölzernen Fassaden typischer Schwedenhäuser sind rot. Besser gesagt, falunrot. Der Grund dafür liegt etwa 200 Kilometer nordwestlich von Stockholm. Bis 1992 wurde hier in Falun im großen Stil Kupfer abgebaut. Aus dem beim Abbau entstehenden Schlamm wurden Pigmente für rote Farbe gewonnen. Das Falunrot war gewogen. Der rote Anstrich sollte den Holzhäusern ein edleres Aussehen geben, angelehnt an die Backsteinhäuser wohlhabender Mitteleuropäer. Diese schnelle, richtige Entscheidung sollte euch jetzt Mut machen für die letzte Frage, die gleich noch kommt. Noch gelohnt, oder? Hä? Noch länger nach. Ihr könnt noch wählen, im Grünen oder tierisch. Ja, wir hatten ja ein bisschen Zeit zum Nachdenken, wir nehmen tierisch. Wenn wir verlieren, das wird so bitter für uns. Das ist mir so egal. Öffentliches Scheitern mit großer Klappe ist mein zweiter Nachname. Der Glockenreiher führt sein namensgebendes Ritual durch, um A. bis zu 4 Meter tief zu tauchen, B. seine Beute in Sicherheit zu wiegen oder C. seine Jungtiere vor Niederschlag zu schützen. Schön. Also C. Glocke drüber machen, genau. Könnte sein. Ja. So, das Gefieder, Bue. Seine Beute in Sicherheit zu wiegen. Ja, wir sind alle in der Kirche. Ding, ja, genau. Ding. Kommet zu mir. Und mehret euch. Nein. Bis zu 4 Meter tief zu tauchen. In einer Glocke. Der Reiher. Der Reiher, ist das ein Taucher? Ja, ne? Ist auf jeden Fall. Reiher klingt sehr nach klingt sehr nach Wasser. Also, namensgebendes Ritual. Das heißt, der Glockenreiher muss ja schon relativ... Den Namen hat er ja wahrscheinlich schon länger. Und ich weiß nicht, ob man, ich sag mal so, vor 200, 300 Jahren schon wusste, dass der 4 Meter tief taucht und dann auch noch wie eine Glockenform da unten sich bewegt. Also deshalb... Leuchtet mir ein. Und ich kann mir vorstellen, dass man den einfach gesehen hat, wie er seine jungen Tiere von Niederschlag umwandelt. Und dann guckt oben der Kopf raus und das sieht aus wie halt so der... Ist auch ein schönes Bild, wird ein schöner Film. Aber ich würde das sehr gerne ans Publikum weitergeben, weil vielleicht hat irgendjemand eine Doku gesehen. Der Bernhard hat gesagt, wir geben das ans Publikum weiter. Und aber wir sind vom Gefühl eher bei C, ne? Also, liebes Publikum, wir sind bei C. Wir tendieren eher zu C, aber vielleicht hat sich einer auch das Bild gesehen von so einem Glockenreiher in irgendeiner Naturdoku. Zack, yeah, bumm, da ist er. So, grüß dich. Moin. Hallo. Moin. Wie heißt du? Marcel, hallo. Und Marcel, es ist Freier Sportverein Spremberg. Da genau. Kommst du her? Aus einem kleinen Dorf daneben, aus Sabot, ja, aber das ist mein... Okay, Fußballverein, genau. Handball, was spielst du? Fußball, genau. Fußball, sehr gut. Ja. Okay. Woher beziehst du jetzt vermeintliches Fachwissen zum Thema Glockenreiher? Weniger Fachwissen, ich habe eigentlich mehr oder weniger ausgeschlossen. Also ich glaube nicht mit den 4 Meter Tauchen. Also 4 Meter Tauchen ist nicht das Problem, aber ich glaube, da wären schon ein paar ersoffen, weil die nicht mehr rausgekommen wären aus dem Wasser. Mhm. Und Beute in Sicherheit wiegen, glaube ich nicht. Deswegen bin ich auch bei C. Mhm. Ich habe leider jetzt eine Idee für B. Ist das spät, ne? Mhm. Ja, jetzt ist es zu spät. Der immer so macht. Ja. Mit seinen blöden Frösche denken er ist... Ja, wir haben C eingeloggt. Ich glaube, der Glockenreiher gehört ja zur Familie der Zweireiher. Aber dass der Frosch nicht denkt... Hilft vielleicht nicht weiter bei der Lösung.
Befindet sich der in Afrika heimische Glockenreiher auf Nahrungssuche, breitet er seine Flügel wie eine Glocke für einige Sekunden über seinem Kopf aus. Der dabei entstehende Schatten sorgt nicht nur für beste Sicht unter Wasser, sondern führt auch schutzsuchende Fische in die Irre, die ein großes Pflanzenblatt vermuten. So macht der Reiher leichte Beute. Aber bei so einer spannenden Frage kann man... Es ist Antwort B. Marcel, es ist bisher gut gelaufen. Ihr könnt die Daumen drücken fürs Finale. Danke trotzdem. Grüße nach Spremberg. Und guck mal, so geht's. Mit einer letzten richtigen Antwort seid ihr richtig zurück im Spiel. Danke. Aus der Kategorie im Grünen. Alles über 2000 ist wild. Warum können Löwenzahnsamen so weit fliegen? A. Über den Samen bilden sich ringförmige Luftwirbel. B. Die Oberfläche der Samen erhöht die Luftreibung. Oder C. Die Samen werden vom Magnetfeld der Erde abgestoßen. Hä? Ah. Aber komm, Elton, jetzt habt ihr auch mal eine leichte Frage. Aha. Hä? So, über den Samen bilden sich ringförmige Luftwirbel. Also wenn sie vom Magnetfeld der Erde abgestoßen werden, wo landen die dann? Also, wieso, also wenn die abgestoßen würden und fliegen, müssen sie auch wieder landen. Aber wenn sie abgestoßen werden, werden sie abgestoßen. Die sieht nicht Olli? Voll aus, die ist auch einfach verdammt klug. Brilliant. Ja. So. Dafür habe ich 50 Euro bekommen. Die Oberfläche. Gut angelegt, glaube ich. Pass auf, ich frage jetzt mal ganz blöd nur von meiner Seite aus. Ey. Wie sehen Löwenzahnsamen aus? Ganz klein. Und, weiß ich nicht, keine Ahnung, Löwenzahnsamen. Sag mal, ah, warte mal, ist das nicht Huste-Dings? Und wir waren dabei, als es Klick gemacht hat. Ich dachte, Pusteblume, oder? Über den Samen durch den Ring. Kann ich den Ausschnitt haben? Das hilft uns aber, das hilft uns von dem da hinten haben. Der hat nämlich, das hilft uns aber bei der... Bei der Antwortsuche hilft uns das aber auch. Das ist Quatsch, finde ich. Also ich finde A schön. Also die sehen doch so aus. Die haben wie so ein kleines, das sind kleine Stifte mit kleinen Propellern und dann hast du da oben drüber diese ringförmigen Luftwirbel und ich habe Blitze vor den Augen. Das strengt mich so an. Keine Ahnung. Aber ich finde das sehr schön. Eine Luftreibung, die sich erhöht, das kann, also ich bin halt verunsichert, Kai. Es tut das mir leid. Das musst du nicht. Man merkt es gar nicht. Dann kann das doch nur A sein. Ich finde auch. Oder B. Elton, Entscheidung. A. A. Seid ihr euch ganz sicher? Nein. Nein, natürlich nicht. Forscher der University of Edinburgh haben 2018 herausgefunden, wie es der Samen des Löwenzahns schafft, kilometerweit zu fliegen. Hochgeschwindigkeitsaufnahmen zeigen, dass die kleinen Härchen der Samen den Fall wie bei einem Fallschirm bremsen. Außerdem bildet sich ein ringförmiger Luftwirbel, sobald Luft durch die Härchen strömt. Dieser Wirbel zieht den Samen immer wieder in die Höhe. So verstärkt sich der Auftrieb und der Löwenzahnsamen kann sich länger in der Luft halten. Womit sich Forscher so alles beschäftigen. Gut für uns. Damit haben wir folgenden Zwischenstand vor dem Finale. Bernhard und Oliver Mommsen haben 2.500 Euro auf dem Konto. Elton und Tanja Rethorn haben 2.000 Euro auf dem Konto. Und hier ist das Finale. Die Kategorie, aus der die Masterfrage kommt, ist Ernährung. Kennt sich da gut aus, ein bisschen? Also im weitesten Sinne Essen und Trinken. Das wäre mein Grundprinzip. Eigentlich. Okay. Haut rein. Ja, komm, pass auf, dann lass uns. Bernhard. Ja, er hat ja so lange nicht fertig dahin. Der ist schon längst, mach. Ja, hat doch noch nicht. Ach, den Held. Wieder alles. Ja. Ja. So wie es heute läuft. Und mehr. Also wir hätten auch noch. Ja, wir durften nicht. Ja, danke. Okay. Beide Teams haben ihren Geldbetrag gesetzt. Hier ist die heutige Masterfrage. Welcher Nachtisch wird bei der Zubereitung nicht erhitzt?
A. Panna Cotta, B. Crema Catalana oder C. Tiramisu. Ihr habt 20 Sekunden, ab jetzt! Das geht auch? Das ist, das ist erstmalig eine Multiple-Choice-Frage, wo mehrere Antworten richtig sind. Das neue innovative. Beide Teams haben ihre Antwortmöglichkeiten diskutiert, soweit es in 20 Sekunden möglich ist, haben sich für eine entschieden. Und wer hier gleich gewinnt, Sie sehen es, wenn Sie dranbleiben. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Wir spielen mit Oliver Mommsen und Bernhard Hoekamp am Ostermontag Tatort Bremen. Der letzte mit Oliver und Sabine Posse. Oh. Die beiden haben 2.500 Euro auf dem Konto. Und Tanja Wethorn im März wieder in Praxis mit Mehrblick zu sehen. Im Team mit Elton. Die beiden haben 2.000 Euro auf dem Konto. Und ich habe beiden Teams gerade folgende Masterfrage gestellt. Eine echte Versuchung. Welcher Nachtisch wird bei der Zubereitung nicht erhitzt? A. Panna Cotta, B. Crema Catalana oder C. Tiramisu? Jetzt bin ich gespannt, wie viel Geld ihr gesetzt habt. Bernhard und Oliver haben gesetzt 1.501 Euro. Elton und Tanja haben gesetzt. Alles. Ich war kurz davor, weniger zu setzen. Aber da habe ich dich Gott sei Dank von abgehalten. Ja, zum Glück, weil du das ja durchschaut hast, das System. Auf welche Antworten habt ihr getippt? Bernhard und Oliver haben getippt auf. Jetzt, das geht's. Panna Cotta. Oh shit. Sitzt mein Haar? Ihr wisst doch nicht, was wir gewählt haben. Elton und Tanja haben getippt auf. Crema Catalana ist eine Dessertcreme mit aufgekochter Sahne, Zucker und einer Karamellschicht. Tiramisu, wissen wir, ist ein geschichtetes, gekühltes Dessert aus Mascarpone-Creme und Löffelbiskuit. Und Panna Cotta ist ein puddingartiges Dessert. Mit Sahne. Dessert. Wir waren uns bei den Himbeeren, die man drüber schüttet, nicht sicher. Aber du kannst es auch die mit werden püriert. Machen. Die musst du nicht erhitzen. Aber die müssen auch gar nicht drüber sein. Und erhitzt bei der Zubereitung wird... Ah, schöne Scheiße. Weil nämlich eine Menge aufgekochte Sahne drin ist. Oh, fuck. Na. Panna Cotta, Tiramisu ist richtig. Ja, entschieden wird bei uns immer noch zum Schluss. Ihr habt 4.000 Euro gewonnen. 4.000 Euro für euch, das heißt für jeden von euch 81,30 Euro. Bernhard hat gerade gesagt, das ist die einzige Frage, die ich selber beantworte. Ja. Dankeschön. 81,63 Euro auf für unsere drei App-Gewinner. Danke fürs Mitspielen, danke fürs Zuschauen. Morgen Abend sehen wir uns wieder. Pünktlich 18 Uhr, wenn es wieder heißt, wer weiß denn sowas. Tschüss, macht es gut.